Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und vorher erstmal eine Info. Wir sehen schon, es gibt heute ein Update. 18.10 gibt es dann um 10 Uhr schon. Ich bin sehr gespannt, was reinkommen wird, also an den XP-Servers geändert werden. Ich habe auch was von einem neuen Ort gelesen. Ich bin mal sehr gespannt. Naja, jetzt mal gucken, was in den Shop heute kommt. Der ist gleich auch schon da. Es gab gestern ja hier diesen neuen Stil von der roten Jade. Kann ich auch nochmal ganz schnell zeigen. Hier der Stil, sehr, sehr nice gewesen. Und naja, jetzt mal gucken, was heute reinkommt. Und da ist der Shop. Bitte jetzt lachen. Ein neues Emote. Und die Farbe hier vom Emote ist irgendwie interessant. Okay. Hier noch weitere Sachen am Start. Noch nichts Besonderes. Weitere vorgestellte Sachen und tägliche Sachen. Der Skin von gestern, also die rote Jade noch geblieben. Ferrari-Paket auch noch. My Glory, Venom. Die ganzen Street Fighter Sachen. Balenciaga auch noch. Und hier die Pakete. Also immer noch ein riesiger Shop. Ich glaube, hier ist aber wieder irgendwas raus. Irgendwas fehlt hier. Ich weiß gerade nicht. Die Fußballsachen, genau. Die fehlen schon wieder. Okay. Dann fangen wir an mit Bitte jetzt lachen. Okay. Hält hier auch wieder so ein, ich sag einfach mal, Tablet hält das hier hoch. Okay, ich zeig's nochmal ganz kurz. Das gab's doch, glaube ich, schon mal irgendwie so eine Mode. Also, ich bin gerade verwirrt. Ich meine, sowas ähnliches gab's schon mal irgendwie. Oder das verwechsel ich gerade. Auf jeden Fall ist es jetzt hier neu am Start. Bitte jetzt lachen für 200. Ist okay. Dann gibt es einmal den Marius daneben, der jetzt ehrlich gesagt auch nichts krass Besonderes ist. Hat zwei Stile hier. Ist okay. Die Pepper Throne daneben ist mega nice. Man kann hier einmal Kopfbedeckung an- und ausziehen und hier die Brille noch an- und ausziehen. Sehr, sehr nice gewesen. Dann gibt es das Rückenteil hier noch und die Hacke dazu. Reagiert auf Audio, also ja, verändert sich dann auch, ich denke mal, wenn irgendwie Musik kommt und sowas, auch cool gewesen. Gesandter auch nochmal hier und dann auch die passende Hacke und ich gucke, wie lange das her ist. Okay, hier alles nach einem Monat zurück, auch die weiteren Sachen sind alle nach einem Monat am Start. Der Zero mit dem Rückenteil, mit der Lackierung hier, dann gibt es mal Finsterbomber, sehr, sehr nicer Skin gewesen. Hier mit dem Rückenteil habe ich auch damals gekauft und dann gibt es noch hier die Hacke. Und auch noch den Gleiter und auch das alles nach einem Monat zurück. Und auch die täglichen Sachen kann man sagen, ist alles einen Monat her. Wie gesagt, der Skin war ja gestern schon hier am Start. Dann gibt es mal Sternbote daneben mit dem Rückenteil hier. Dann gibt es mal Mariana, sehr, sehr nice animiert. Und dann gibt es hier noch der Flow, Ikonenreihe Tanz. Kennen die meisten wahrscheinlich auch. Dann gibt es mal Adler, auch schon sehr, sehr alt aus Season 4. Dann noch so fertig. Klatsche ich einfach nur in die Hände und ist halt fertig. Dann gibt es noch Schere, Stein, Papier. Auch sehr, sehr nice, kann man mit Kollegen machen. Ist auch aus Season 3, also schon uralt. Auch das alles nach einem Monat zurück. Und wie gesagt, der Rest ist geblieben. Fußballsachen sind jetzt aber weg. Und ja, dann gibt es heute auf jeden Fall ein Update um 10 Uhr. Bin sehr gespannt, was reinkommen wird. Und dann mal schauen.